Okay. Predigt die erste. Ich möchte Ihnen die ersten drei Verse unseres Predigttextes noch einmal vorlesen, jetzt aus der Elberfelder Übersetzung. Und als Jesus vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, das heißt so viel wie Lehrer, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Es ist überliefert, dass es sogar üblich war in jener Zeit, wenn man einen Kranken, einen Behinderten sah, folgenden Ausspruch zu machen: Gepriesen ist der Richter der Wahrheit. Also die Gesunden, die lobten Gott, dass er diesen Menschen hat krank werden lassen, weil er es verdient hat. Ganz schön grausam. Und ganz schön grausam eigentlich auch die Frage der Jünger, die jetzt nicht mit diesem Mann reden und ihm etwas Gutes zusprechen, sondern ihn als Objekt nehmen, als Lehrexempel, zu dem sie Jesus eine Frage stellen. Wir sind ja nicht krank, wir sind ja die Richtigen. Dieses Grunddenken, das kommt, glaube ich, aus einem echten Erschrecken über Krankheit, über Behinderung, aus einer Angst davor auch so zu erkranken und dem Versuch, das von sich wegzuschieben, sich klar machen zu wollen: Mir kann das ja nicht passieren, weil ich ja nicht sündige, weil ich ja zu den Guten, zu den Frommen gehöre. Und dann der nächste Schritt ist eine gewisse Genugtuung. Ja, es ist ja auch richtig so, dass der da krank ist, denn er hat ja offensichtlich gesündigt und man klopft sich selber auf die Schulter als jemand, der gesund ist. Das mag so das Denken hinter derartigen Reaktionen damals gewesen sein. Wie ist das heute? Man hört von jemandem, dass er an Lungenkrebs erkrankt ist. Uff, Schrecken. Dann die nächste Frage ist: War der ein Raucher? Antwort: Ja. Und man ist beruhigt: Okay, das war ein Raucher, dann hat er es ja auch verdient. Mir kann das ja nicht passieren, denn ich rauche ja nicht. Oder man hört, da ist einer an Zucker, an Diabetes erkrankt. Man fragt: Hat der sich gesund ernährt? Antwort: Nein. Ein Glück, dann kann mir das ja nicht passieren, denn ich ernähre mich ja gesund. Der hat es verdient. Oder man hört, jemand bekommt eine Depression. Oh, wie hat es denn um dessen Glauben gestanden? Ja, weiß man nicht so genau. Okay, wahrscheinlich hat was mit seinem Glauben nicht gestimmt, denn Christen sollen ja fröhlich sein und eine positive Weltsicht haben. Ich bin fromm, ich glaube, mir kann das ja nicht passieren. Der hat bestimmt selber Schuld, dass er depressiv geworden ist. Sie merken vielleicht, dass diese Gedanken gar nicht so fern von uns sind und wir eigentlich mittendrin sind in dieser Geschichte von Jesus. Mittendrin sind in diesem Erschrecken über die Krankheit und in dem Versuch, uns klarzumachen, dass uns das ja nicht passieren kann, weil wir ja nicht das oder jenes getan haben, das der Erkrankte gemacht hat. Damals war der Auslöser dafür ein falsches Verständnis von Glauben und von Leben mit Gott. Ich glaube, der Auslöser heute für so ein Denken über Krankheit ist auch religiös. Und zwar ist die Wurzel darin in der Gesundheitsreligion, der heute so viele Menschen anhängen. Sie würden das niemals als Religion bezeichnen, sondern als etwas ganz Vernünftiges. Aber ich bin doch zutiefst davon überzeugt,
dass darin etwas zutiefst Religiöses verborgen ist. Gucken wir mal genauer hin. Wir merken, vom ewigen Leben ist da nicht mehr die Rede. Man kann ja nichts aussagen über das, was nach dem Tode kommt, wenn man so rein auf das Dingliche ausgerichtet ist. Aber das ewige Leben ist in der Gesundheitsreligion ersetzt durch ein langes Leben. Man tut alles, um nicht früh zu erkranken und um lange zu leben. Wenn schon kein ewiges Leben, dann doch wenigstens ein möglichst langes Leben. Und es gibt interessanterweise, genau wie im Judentum und wie im Islam, auch Speisevorschriften und heilige Handlungen. Die Speisevorschriften, nun, die kann man in jeder Frauenzeitschrift nachlesen. Man soll weißes Fleisch essen und kein rotes und so weiter und so weiter. Ziemlich kompliziert, ein riesiger Katalog an Speisevorschriften, die zu der Gesundheitsreligion dazugehören. Und die heiligen Handlungen, na, das ist der Sport. Der Sport, der uns auch davor bewahren soll, krank zu werden und uns dazu helfen soll, möglichst lange zu leben. Anzeichen dafür, dass das Ganze wirklich eine schwer religiöse Dimension hat, ist zum Beispiel dann gegeben, wenn Menschen, was die Länge ihres Lebens angeht, Jesus sagt, eure Tage sind gezählt, Gott weiß, wie lange ihr leben werdet, wenn wir das nicht mehr glauben, sondern wenn wir glauben, die Länge unseres Lebens, die basiert auf unseren Werken, ob wir den Gesetzen der Gesundheitsreligion auch wirklich gehorsam waren. Und wir merken es, wenn wir uns mal nicht dran gehalten haben an diese Gesetze, dann bekommen wir ein schlechtes Gewissen, allen Ernstes, ein schlechtes Gewissen, weil wir uns nicht daran gehalten haben, etwas zutiefst Religiöses. Und natürlich will ich hier mich nicht stark machen dafür, dass man ungesund leben soll. Ein gesundes Leben ist sicherlich etwas ganz Gutes und kann ich nur jedem empfehlen. Aber in dem Moment, wo dieses dazu führt, dass ich quasi wie einer neuen Religion huldige oder dass ich Menschen verurteile, die krank geworden sind, in dem Moment bin ich ganz weit weg von dem, was Gott eigentlich mit unserem Leben und mit unserem Glauben vorhat. Die Antwort, die Jesus hier gibt auf die Frage seiner Jünger, wer hat gesündigt, er selber oder seine Eltern, die ist überraschend. So wie oft bei Jesus gibt er nicht eine der vorgegebenen Multitasking-Antworten, sondern er sagt etwas ganz anderes. Und er macht deutlich, hey, fragt euch nicht, warum der krank ist. Das ist nicht wichtig, sondern fragt euch, wozu der krank ist, mit welchem Ziel der krank ist. Und das ist, damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Und was das konkret heißt, das merken wir ja gleich im Fortgang der Geschichte. Es geht um Heilung. Die Kraft Gottes soll an ihm sichtbar werden, indem er geheilt wird durch Jesus. Dieses Werke Gottes, Kraft Gottes wird offenbar. Das kann auf diese Art geschehen. Ein Mensch, der krank wird, der krank geworden ist, wird geheilt oder dadurch, dass Gott ihm die Kraft gibt, mit seiner Krankheit umzugehen und sie aus der Perspektive Gottes zu sehen. Da haben wir ein Beispiel auch im Neuen Testament. Der Apostel Paulus, der eine Krankheit hatte, wahrscheinlich etwas mit seinen Augen, das weiß man nicht genau, auf jeden Fall etwas, das ihm sehr zusetzte und der um Heilung gebetet hat. Und dann ein Wort von Gott empfangen hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und bei ihm wird es dann deutlich, auch hier verherrlicht sich Gott. Auch hier sieht man die Stärke Gottes, gerade in der Schwachheit des Apostels. Auch hier kommt es auf das Wozu an.
Es kommt darauf an, dass wir gucken, was will Gott mit diesen Menschen und mit dieser Situation machen. Ich komme aus einer Tradition, wo man ganz schnell ist bei diesem, dass man seine Krankheit annimmt und sie akzeptiert und sich dann von Gott helfen lässt, damit umzugehen. Und nicht so aus dieser Tradition, die eigentlich von Gott erwartet, dass er die Krankheit heilt. Und ich bin innerlich auf einem Weg, mehr in diese andere Richtung zu gehen und immer mehr von Gott zu erwarten, dass er Heilung schenkt. Für mich und für die Leute, für die ich bete. Und ich bin der Überzeugung, dass viel mehr Heilung von Gott geplant ist, als man natürlicherweise so denkt. Aber wir müssen dafür beten. Wir sollen dafür beten, um dann zu erleben, hey, Gott schenkt Heilung. Und definitiv gibt Gott mehr Heilung, wenn wir darum beten, als wenn wir nicht beten. Das kann ich Ihnen fest zusagen. Ich will Ihnen ein Erlebnis von mir selber erzählen, ganz frisch. Ich habe kürzlich eine Blutuntersuchung gehabt und diese Blutuntersuchung hatte zwei Ergebnisse. Erstens, ich bin positiv auf Corona-Antikörper getestet. Das heißt, ich hatte schon Corona. Ich habe nochmal nachüberlegt, wahrscheinlich im März. Und ich bin im Moment quasi immun. Ich bin ein Survivor von Corona. Okay, die gleiche Blutuntersuchung ergab, dass ich Diabetiker bin. Ganz neu, ganz frisch. Und interessanterweise, in der nächsten Zeit las ich dann über Corona und die Auswirkungen von Corona, dass Corona durchaus bewirken kann, dass jemand Diabetes bekommt. Neben anderen Schäden, die hervorgerufen werden an den Organen, kann auch Diabetes so ein Ergebnis sein. Ich weiß jetzt nicht, was der Grund ist für meinen Diabetes, dass ich ja offensichtlich übergewichtig bin oder dass ich Corona hatte oder irgendwas anderes. Letztlich würde es mir auch gar nichts helfen, wenn ich wüsste, warum. Genau wie in der Geschichte mit Jesus und dem Blinden. Es geht nicht darum, warum, sondern es geht darum, wie es weitergeht, wie man damit umgeht. Ich bin dann beim Arzt gewesen, war ganz in Ordnung, aber ich fühlte mich ehrlich gesagt nicht so richtig ernst genommen und ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Und dann bin ich am vergangenen Sonntag hier in unserem Abendgottesdienst gewesen bei Pastor Dr. Steffen und seiner Frau, habe für mich beten lassen gegen Diabetes. Und das hat Pastor Dr. Steffen auch gemacht. Und nun erwarte ich seitdem, dass etwas passiert mit meiner Diabetes. Am besten, dass sie weggeht. Aber gestern hatte ich ein Gespräch mit einer Glaubensschwester hier aus der Gemeinde, mit Helsa Dümmel. Ging um was ganz anderes. Dann kamen wir auch auf diese Diabetes zu sprechen. Und sie sagte, ey, da ist doch ein Arzt, der auch bei den Patientengottesdiensten mitmacht, die hier immer mal wieder auch in unserer Kirche stattfinden. Ich kannte den, der ist Diabetologe. Und ich habe den als sehr freundlichen Menschen kennengelernt und werde jetzt also den Arzt wechseln und finde, das ist schon mal eine gute Antwort auf das Gebet, dass ich jetzt einen christlichen Arzt gefunden habe, der mein Diabetologe wird. Und ich will mal gucken, was Gott sonst noch in petto hat, was er sonst noch vorhat mit meiner Diabeteserkrankung. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich komplett davon geheilt werde. Natürlich. Die nächsten beiden Verse. 4 und 5. Wir müssen die Werke dessen wirken, sagt Jesus, der mich gesandt hat, also Gott der Vater, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus, das Licht der Welt. Hier wird plötzlich eine viel tiefere Dimension noch dieses Heilungsberichtes deutlich. Der Blinde, der sehend wird, ja, eine körperliche Heilung, aber zugleich, er sieht das Licht der Welt, nämlich Jesus. Und das ist eine Blindenheilung, die wir alle durchleben
wenn wir Christen werden und wenn wir anfangen, Jesus als den zu sehen, der er ist. Nun sagt Jesus, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Also er bezieht seine Jünger und damit auch uns, wenn wir an Jesus glauben, hier ganz mit ein. Wir sollen zusammen mit Jesus seine Lichtwerke wirken in dieser Welt. Und das kann einen natürlich ganz schön überfordern. Da kann man sich fragen, Jesus geht hier und heilt und ich kann das doch alles gar nicht. Bin total an meinen Grenzen. Was soll ich denn machen? Das Tolle ist, dass deutlich ist, Jesus ist das Licht der Welt. Und wir können nur insofern mittun, wie wir selber von diesem Licht angestrahlt und erleuchtet sind. Das ist wie mit Sonne und Mond. Jesus ist die Sonne und wir sind der Mond. Also bei mir besonders deutlich sichtbar an meinem Mondgesicht. Also wir sind der Mond und der Mond leuchtet ja nachts, aber er leuchtet nicht wirklich, sondern er reflektiert nur das Licht der Sonne. Und so sollen wir die Liebe Jesu, sein Licht für diese Welt reflektieren, indem wir uns von ihm anstrahlen lassen, indem wir uns ihm aussetzen. Und schon geschieht es, dass wir auch anfangen zu leuchten und Menschen durch uns Jesus, den Vater, erkennen können. Die letzten beiden Verse unseres Textes, als er dies gesagt hatte, spuckte, kann man auch sagen, auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. So hat Jesus sonst an keiner anderen Stelle im Neuen Testament geheilt. Ganz individuell macht er hier etwas total Ungewöhnliches. Er macht einen Spuckebrei. Kinder werden sich an solchen Gedanken besonders erfreuen können. Macht einen Spuckebrei, trägt den auf die Augen auf und sagt ihm, wasch dir das wieder ab. Also ganz individuell. Das Tolle, was man daran sehen kann, Jesus behandelt uns nicht 0815, sondern er geht so individuell mit uns um, wie wir individuell sind. Wir sind Einzelstücke und Gott geht so mit dir und mit mir um, wie er mit keinem anderen umgeht. Das finde ich total persönlich, total ein Ausdruck von Liebe zu uns. Also ein ungewöhnlicher Weg. Nun könnte man ja sagen, muss das denn sein mit dem ungewöhnlichen Weg? Ich will mal sagen, so, wenn ich krank werde, dann kann ich doch auch für mich selber beten. Da muss ich doch nicht andere für mich beten lassen und mit denen darüber reden. Das ist doch peinlich und so. Okay, ich glaube, in vielen, vielen Fällen, ja, macht Gott das, was ich bete, wenn ich für mich selber bete. Aber es gibt bestimmte Fälle und Krankheit gehört in einem hohen Maße dazu, wo ich andere Leute mit einschalten soll. Das steht auch im Neuen Testament, Jakobus 5 und so. Und wo es darum geht, eben nicht nur für sich selber zu beten, sondern für sich beten zu lassen. Ganz konkret kann man das, indem man dahin geht, wo ich hingegangen bin, jeden zweiten und vierten Sonntag bei uns um 19 Uhr, Ehepaar Steffen, Krankengebet und Abendmahl, da können Sie für sich und gegen Ihre Krankheit beten lassen. Machen Sie das, lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen. Oder in Nicht-Corona-Zeiten kann man auch nach jedem Sonntagsgottesdienst bei uns, also vormittags, für sich beten lassen. Und jetzt in Corona-Zeiten gibt es dann noch die zusätzliche Möglichkeit, rufen Sie mich an, wenn Sie ein Gebet möchten und ich bete gerne am Telefon für Sie. Manchmal müssen wir ungewöhnliche Wege gehen, um diesen Segen, diesen Heilungssegen Gottes zu bekommen. Und häufig ist es, dass wir uns helfen lassen sollen von unseren Geschwistern.
Ich hatte vor 18 Jahren eine ziemlich heftige Herzerkrankung und sollte operiert werden. Und diese Operation, da war nicht ganz klar, ob die so ausgeht, dass ich das überlebe oder eben nicht. Und ich hatte echt panische Angst, seitdem ich das wusste. Und immer, wenn ich an diese Operation dachte, die mir bevorstand, schossen mir Tränen in die Augen. Also ich war richtig fertig. Und es gab zu der Zeit, die ist mittlerweile verstorben, eine Frau, Helga Anton, die eine hauptamtliche Beterin war, eine Rentnerin, die aber 8 Stunden am Tag mindestens betete. Und die war bekannt, die hatte auch schon Bücher geschrieben. Und ich wusste von ihr und ich hatte mir mal so gedacht, wenn ich mal ernsthaft krank werde, dann gehe ich zu ihr und lasse die für mich beten. Und in dem Moment, als es mir so schlecht ging, habe ich daran zurückgedacht und habe Kontakt zu ihr aufgenommen. Das war eine höchst komplizierte Sache. Sie war eigentlich gar nicht zu Hause. Und sie war nur mal kurz wieder zu Hause von dem Ort, wo sie eigentlich gerade Urlaub machte. Da erwischte ich sie am Telefon und sie hat mich eingeladen, zu ihr zu kommen. Und sie hat dann mit einer Mitarbeiterin für mich gebetet. Und dieses Gebet hat mich so tief berührt, dass ich ab dem Moment diese Angst verloren hatte. Dieses panikhafte Weinen, wenn ich daran dachte, das war weg. Und es kam eine große Gelassenheit über mich. Und die Operation ist dann auch, Sie sehen, ich stehe hier, gut ausgegangen. Das wollte ich Ihnen auch mal zur Ermutigung einfach sagen. Gott wirkt, wenn wir um Heilung beten. Und Gott wirkt und besonders dann, wenn wir uns trauen, das Gebet von anderen in Anspruch zu nehmen. Helga Anton, die sagte mal ganz nüchtern, ich habe ungefähr eine Erfolgsquote von 50%. Also 50% der Leute, für die ich bete, werden gesund. Ich finde, das ist eine ganz ordentliche Quote. Und dann hat sie noch etwas gesagt. Sie hat gesagt, wenn die Leute zu mir kommen und um Gebet bitten, frage ich sie erstmal, lebst du schon mit Jesus Christus? Hast du ihm dein Leben anvertraut? Und wenn die Leute Nein sagen, dann zeigt sie ihnen, wie man Christ werden kann. Und sie sagt, das mache ich, weil was nützt es den Leuten, wenn sie jetzt von ihrer Krankheit geheilt werden, aber dann ewig verloren gehen? Viel wichtiger als die körperliche Gesundheit ist doch, dass die Leute Jesus als ihren Retter kennenlernen und ewig mit ihm leben können. Und das ist bei diesem Thema, finde ich, auch ganz besonders wichtig. Körperliche Heilung ist nicht die Mitte des Evangeliums. Jesus ist nicht gekommen, um eine Gesundheitsorganisation auf der Erde zu gründen, damit Leute Alternativen haben zur Schulmedizin. Nein, das Zentrum des Evangeliums ist die Rettung für die Ewigkeit. Es geht darum, Jesus als Herrn und Retter kennenzulernen und dann ewig zu leben. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Deshalb werden die Wunder, die Jesus tut, im Johannesevangelium immer auch als Zeichen bezeichnet. Die Gesundheit ist nicht das Letzte, nicht das Entscheidende, sondern es geht um Größeres. Nämlich darum, dass diese Heilungen ein Zeichen darauf sind, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, wirklich der Messias, wirklich der Retter für jeden Menschen auf der Erde. Und deswegen geht diese Geschichte auch noch weiter, nämlich damit, dass dieser Mann dann auch noch richtig zum Glauben kommt. Nicht nur geheilt, sondern er redet noch mit Jesus, Jesus erklärt ihm einiges und er glaubt dann an Jesus als den Messias. Aber neben diesem Wichtigsten, dass Menschen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit, gibt es eben noch anderes, das wichtig ist. Nicht das Wichtigste, aber wichtig. Zum Beispiel Nächstenliebe, soziales Handeln der Christen, durch das die Liebe Gottes in dieser Welt sichtbar wird und eben auch Gebet um Heilung. Auch das ist durchaus wichtig und es ist so gedacht, dass wir unsere gesundheitliche Situation mit Gott in Verbindung bringen. Und es soll ganz natürlich sein,
dass wir für unsere Gesundheit beten, insbesondere wenn wir krank geworden sind, und Gebet von Leuten in unserer Gemeinde in Anspruch nehmen. Deshalb, seien Sie Gott nicht ungehorsam, sondern beten Sie um Heilung, wenn Sie krank geworden sind, und lassen Sie für sich um Heilung beten. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen, sondern tun Sie das Normale für Christen, was das ganze Neue Testament durchzieht. Bitten Sie unseren Gott um Heilung. Und Sie werden Dinge erleben, mit denen Sie nicht gerechnet hätten. Amen.